Guck mal, ich stecke in der Scheiße, wie beim Sex ohne Scheide. Und wenn du den Dreck dann noch am Finger hast, geht der nicht weg ohne Seife. So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen auauf Habibi Bruder TV. Es ist gefühlte 5 Uhr morgens, aber... So, geil, dann erzähl mal, wo fahren wir hin? Wir fahren jetzt in das Ding nach drinnen. Und dann gehen wir ein Video drehen. Und dann gehen wir einfach in Gamescom. Und dann gehen wir ein Video drehen. Mit wem drehen wir denn ein Video? Was? Mit wem drehen wir denn ein Video? Ich weiß, ich glaube, der heißt... Ich hab dich vor WhatsApp geschickt. Eko? Eko oder so. Das soll ein sehr netter Typ sein. Und wer dreht das Ganze? Was? Wer dreht das Ganze? So Leute, die haben einen Namen, was? Straßenmenschen, nee. Nein, die haben ein Cinema auf der Straße. Die haben ein Cinema auf der Straße. Ach, die haben ein Cinema auf der Straße, genau. Ja. Straßencinema. Die drehen das Video. Straßencinema. Mach mal Köln für mich. Ich seh doch mal, er hat mir doch Wasser geschickt. Guck mal, bitte das hier so sagen. Das macht man nicht. Ja, meine Damen und Herren, und wo wir gerade dabei sind, heute kann man sein Album auf iTunes bestellen, ne, von CEO. Deswegen würde ich alle sagen, gib mal alle. Und jetzt für 9,99 €, meine Damen und Herren. Hey, Sana. Ein Preis, den ihr nirgendwo anders findet. Guck mal, ob der Bauer irgendwo auf irgendeinen Knopf gedrückt hat. Was? Guck mal, ob der Bauer auf irgendeinen Knopf gedrückt hat. Er hat nicht Knopf gedrückt, ich fick ihn aber gleich, wenn er nicht die Köln eintritt. Du lässt uns gerade dein Ernst? Schreib doch erst, schon mal Köln hin. Mach nicht so vor den Kamera. Mach mal diese Köln-Aktion. Ey, gib mal ein, Junge, Köln. Bruder, mach doch mal. Gib mal ein Köln drin, ne? Gib doch schon mal Köln. Köln. Ist doch kommt. Straße. Man drückt erstmal drauf. Sag jetzt. Roch. Roch, ne? So riechst du auch. Bella, da ist sie. Mach nicht sein Image kaputt. Sehr. Hey, dicker Junge, halt doch dein! Bruder, chill dich. Ey, Junge. Geh mal weg, Bruder, bitte. Fahr einfach. Fahr mal hier erstmal rechts. Jeder Mensch weiß Richtung Dortmund. Ich glaube, ich muss dir nur erläutern, dass die beiden wie Tom und Jerry sind. Also Sahne und Zeo, wie sind wie Tom und Jerry. Roch, zieh. Da, zieh. Braun. Hallo, meine Damen und Herren, ich wollte euch nur sagen, eine Sache. Wenn man morgen früh aufsteht, ne? Da hat man wirklich Vorteile. Ja, oder besser gesagt, man schläft nicht, ne? Dann kann man sich nämlich hier so ein schönes Plätzchen hier, ne? So gönnen. Hier, 5 Sterne, Dubai, Burj Al Arab. Ey, oh, gut. So, meine Damen und Herren, wir bereiten jetzt die nächste Parodie vor. Der Beat läuft und Genetik schreibt. Ich hab schon 16 Zeilen geschrieben. Sieht man gar nicht. So, hier der Fahrer. Dann erzähl mal, wo der YL27 geblieben ist. Du, der pennt. Der wird mit dem Zug nachkommen. Warum? Warum pennt denn der YL? Der YL. Wir versuchen jetzt seit 80.000 Kilometern hier ein Fenster zuzumachen. Kriegen wir nicht hin. Meine Damen und Herren, ich habe einen Part geschrieben, der ist brutal geworden. Ich schwöre. Alles. Wen hast du parodiert? Casey, nicht Casey. Ich habe diesmal einfach Motrip parodiert. Weil der Beat war irgendwie pervers. Ich habe davor ein Lied von Motrip gehört, ich habe einfach Bock gehabt. Und ich mache einfach das, worauf ich Bock habe. Was sagst du dazu, dass wir nur noch 72 Kilometer haben? Oder brutal. Hör mal, haben wir es, Dings. Zeig mal. Guck mal, achten wir auf diesen Vergleich. Guck mal. Heute noch kein Star, aber gestern noch ein Niemand. Mit der Zeit kann man die Sachen ein wenig besser sehen. Fiemann gibt zu erzählen, ich muss jetzt... Rebbe! Fiemann gibt zu erzählen, sie sind jetzt erstmal leise, denn mein Part macht alles aus wie eine Steckdosenleiste. Ich stecke in der Scheiße... Verstehst du? Ja, ne? Ja. Guck mal, ich stecke in der Scheiße, wie beim Sex ohne Scheide. Und wenn du den Dreck dann noch am Finger hast, geht der nicht weg ohne Seife. Oh, läuft bei dir! Aber guck mal. Ich stecke in der Scheiße wie beim Sex ohne Scheide und wenn du den Dreck dann noch am Finger hast, weißt du, meine? Geht der nicht weg ohne Seife. Oder der ist brutal, ich schwöre, der ist brutal. Der ist auch brutal. Ich bin stolz auf mich. Ich bin ein Stolz auf mich. Bon, möchtest du weiterfahren die restlichen 72 Kilometer? Nein. Was bist du für ein Assi? Also, meine liebe Freunde, ne? Was bist du für ein Assi? Die haben alle nicht geschlafen, alle. Die haben zu mir hier, der da. Er sagt zu mir, geh bloß früh schlafen. Er sagt, geh bloß früh schlafen, damit du fit bist. Ich war aufgeregt, ich eckelte. Aufgeregt. Alle, hast du meinen Dienst gehört? Ja. Ungemein, ne? Deine Fresse, wie einer, der in ein Auto, gleich ein Auto schläft, hat deine Fresse. Halt die Fresse und raus. Macht alles raus, wie eine Steck. Wie meinst du wieder? So, Mama. Noch 1,7 Kilometer.
Ja, ich muss duschen, Alter. So, meine Damen und Herren, wir sind hier gleich da. Der Pone ist jetzt hier zwischenzeitlich ans Steuer geraten. Gott sei Dank. Steuer übernommen, ja. Ja. Steuerbord nach zu, links! Hör mal zu, 30 Grad! Ey, wie viel Steuerbord Kilometer? Nach rechts! 23 Grad! Steuerbord nach vorne! Ey, wie viele Kilometer waren das von Hannover bis Köln? Ungefähr so. Drei Scheine. Pone sagt, ich hab Steuer übernommen, ihr Pisser. Diese 72 Kilometer, die er die restlichen 72 Kilometer, die er fährt. Es ist Kolorik. Ja, ja, ja. Entscheidenden Augenblick habe ich. Ey, neben mir sieht so Rock aus wie Schwarzenegger. So, meine lieben Leute, wir werden uns jetzt hier gleich fertig machen. Ode! Seo, du brauchst unbedingt eine Maske. So geht das nicht mit dir hier. Ey, folgt mir bei Instagram. Seat_Seo. Ich bin ein. Folgt mir auch bei Instagram. Ey, folgt mir bei dir. Ich wollte gerade posten, warte, ich poste jetzt einfach mal. Fehlgeschlagen. Und so, wer diese Schäfe, die jetzt irgendwie sind. Ah, guck mal, seht ihr das? Seat_Seo. Sogar müde sehe ich besser aus als die verfickten ganzen Rapper. Ode! Oh, Marcel, was für Augen du hast. Selber ein Folgen. Danke, Bruder. Du selber ein Folgen. Ach, okay, geil, mein Manager. Guck mal, zeig mal meinen Manager. Zeig mal. Was? Sag mal, was heute rauskommt, du Knechtgesicht. Ey, selber ein Knechtgesicht. Gleich kündige ich dich von Harvey Records. So, meine Damen und Herren, heute kommt virtuell. Kauft das Album. Und heute ist ein virtuell. Heute ist auch Vorbestellung von iTunes. Ich schwöre, ihr könnt reinhören. Richtig brutal. 9,99 €. Richtig brutal, wie mein Parodie, hör mal. Willst du das wieder rappen? Das hast du doch gerade bei Parkplatz gemacht. Ja, aber jetzt habe ich noch weitergeschrieben. Ich will das nochmal rappen. Alter. Selber. Aber warte mit Beat. Sana, du musst mal reinrappen. Ha? Nein, geht nicht, bitte. Geht. Oh, Paul. Oh, Leo. Du Pisser, ne? Da lachst du, Pisser, ne? Ey. Ja, mein Lieben. Guck mal, ohne Mimik vor der Person. Ey, Theo, warum hast du Beat als Rap? Ich will einen Rap-Pen. Geh, jetzt noch mal. Steh. Auf Audi, was ich selber ein Nee. Hindalu, mach kein Randale. Hindalu mit ne Sandale. Hindalu, sonst gibt es Schläge. Du ein Hässlicher. Du selber. Ich hab den Posten von Geld übernommen. Meine Damen und Herren, ich bin in Rente gegangen. Ich bin zu dick geworden und zu hässlich für die Welt. Deswegen habe ich übergeben an Sana. Es ist einer. So, würdest du mal übernehmen? Ja. Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, hier am frühen Morgen in Köln. Ey, ein wunderschönes Wetter hat deine Fresse, ich mache gerade ein Interview. Ja, willkommen, meine Damen und Herren, bei TV Straßensound hier mit Aladdin als Dings. Ah, ins Interview sich jetzt ja selber. Ja, TV Straßensound hat Platz, musste jetzt hier rationalisieren und Arbeiter durch Maschinen ersetzen. Das ganze Unternehmen muss natürlich expandieren und wachsen. Und Habib Bruder und die TV Straßensound sind Koalition gemacht, so wie SPD und Grüne damals. Und ja, das alles ein Wunderchen. Nein, dein Vater ist Wunderchen. Selber ein Wunderchen, selber. Wo sind wir? Sind wir gleich da? Ey, bei wem drehen wir ein Video? Ahondale, amdamdamdamdamdamdam. Ey, Sana? Ja? Stimmt das, das ist Street Cinema mit Hubschrauber, ja, die drehen Hubschrauber? Ja. Und so ein Roboter dreht, der hält die Kamera die ganze Zeit. Ja. Brutal, ne? Ja. Ich hab gehört. Das Dings, Die Kamera, weißt du, was das Brutale bei Street Cinema ist? Die Kamera holt Menschen raus. Ehrlich jetzt? Ja. Ich habe auch gehört, die Kamera von Street Cinema kann Menschen wieder lebendig machen. Kann man, wenn die Kamera mich angreift, selber sagen, selber einen angreifen? Ich bin am Ziel vorbeigeschossen. Niemals. Sag mal, schon was davon gehört, dass wenn man jemanden aufnimmt, dass man in die Kamera guckt, nicht den Menschen ins Auge, damit man das Schärfe und so einstellen kann? Die Schärfe ist eingestellt gesehen. Ja, das glaubst du aber auch nur du. Jungs, schreibt unten in den Kommentar, ob ihr Sanas Kameraführung toleriert hier in Deutschland, ob der Hitler hier einschreiten muss, um dem endlich ein Ende zu setzen. Selber ja? Ein Ende. Ich habe nämlich auch gehört, wenn der man Durst hat. Der hat auch die Parodie mit Battleboy Basti gedreht, deswegen war das so schlecht. Ja, Mann. Genau, Sana, Junge, alle haten dich hier. Ich bin Spaß. Was ist das, Junge? Bist du blöd, Junge? Battleboy Basti hat gesagt. Ich bin Spaß. By the moon in the out. Boom, warte. Da kommt noch. Das ist ein Hightech-Auto. Meine Damen und Herren, ich habe mein Auto von meiner Tante. Da, Haito, ich sag einfach Klassiker. Einfach rechts und runter. Schönes T-Shirt. Ja, das haben wir von den Jungs von Street Cinema. Wir sollten uns unsere Länder aussuchen. Ich komme runter und sage, mach mir was zu essen, denn ich habe Hunger gesagt, was soll ich machen?
Meine Damen und Herren, Echo Fresh, die Habibi-Brüder. Live bei Street Cinema. Also ich kiss mit ihm, sie machen mein Wort. Ich kiss mit ihm. Meine Damen und Herren, so werden professionelle Videos gedreht. Ja. Ein Haufen Equipment. Das Einzige, was wir benutzen, meine Damen und Herren, ist... Guck mal, wenn wir da sind, schicke ich dir Standort, okay? Das hier und das hier. Diese zwei Sachen. Das war's. Mehr brauchen wir nicht für unsere Parodien, ne? Ja, manchmal nehmen wir auch diese coole Stange da. Manchmal, genau, hier, übrigens, damit habe ich New Generation selber gedreht. Ja, ich muss sagen, echt, also das Ding ist physikalisch so ausgelegt, dass wenn man die Kamera hat, man hier durch diese Positionierung die Möglichkeit hat, das Ganze in Gleichgewicht zu bringen und somit eine saubere Fahrt zu hinterlegen. Verstehen Sie, was ich meine, meine Damen und Herren? So ist das Ganze. Wird das ein Echo-T-Shirt, ein L, XL? Ich hab das. Okay. Was ein M? Ich hab gehört, heute geht's noch zu Waititi. Ja. Wir gehen zu den Leuten. Zu Krachten. Voll lustig, ne? Leute, guck mal. Waititi, die Leute, die mal parodiert haben, ne? Haben jetzt selber ein Lied gemacht und wurden selber parodiert. Yani, vom Parodist zum Ernst-Rapstar. Ja, von wem wurden die denn eigentlich parodiert? Waititi jetzt? Ja. Selbstverständlich von Habibi Brüder. Was glaubst du denn? Und da ist auch noch ein nicht ganz unbedeutendes Feature dabei. Verraten wir keinen, ne? Ich sag mal so, sehr, sehr lange beim Rap-Geschäft. Wir haben es vorhin schon verraten. Kannst du noch? Ja, Echo frisch, ne? Dabei frisch. Frisch wie Fisch. Meine Damen und Herren, wir befinden uns gerade hier in unserem zweiten Zuhause hier. Bei Mediakraft, weil wir sind auch ein Mediakraft-Netzwerk hier, sind wir Mitglied. Und ja, wir haben natürlich alles gesorgt hier für Bio, für Saft. Wasser. Lecker, lecker Kaffee. Oder was? Ja, ist das Philipp, ich würde mal sagen, der hat kein Zufall gewesen sein. Da fehlt zwar das S, aber das mit dem 2P, das stimmt doch schon mal, oder? Oder mit 2L und 1P? Keine Ahnung, vergessen. Ja, auf jeden Fall sind wir hier übrigens mit Sinan Beats, der Beat-Produzent auch von CO Duell. Der übrigens den Beat. Welchen? Ich hab wunderschön von Seo. Danke, Bruder. Gedankenstau. Was habe ich noch produziert? Von Outro von Where hab ich produziert? Von Where hat er und immer schon. Ja. Ja, ne? Das war's. Guck mal, der Seo. Er war ein sehr, sehr talentierter Produzent. In den Beschreibungen findet ihr sein Talent. Hammer Typ auf jeden Fall. Ja. Auf Gott! Meine Stimme hört sich unnormal an! Bruder, nicht zu leise. Du bist voll leise, mach mal richtig warm. Yeah! Mach mal so richtig laut und dann geh ab. Du bist voll leise, Bruder, ich versteh dich gar nicht. Fühl dich wie zu Hause, Digga, komm, gib ihm. Zeig, was du drauf hast. Yeah! Bisschen lauter. Hugo Boss Army Rebel! Channel, rap, easy. Ich komme mit dem easy. Und fick deine Mutter so wie Teasy. Bruder, ein bisschen lauter, damit man das nicht hört. Deine Fresse. Er denkt nicht, ich weiß nicht, dass, wenn man diese Dings hat, man macht nur so. Ich schwöre, du warst von leise. Du wirst nachher hören. Du denkst. MDDN-Time. Was gibt's denn so, meine Damen und Herren, wer hätte gedacht,
dass Parodierer, wirklich Parodierer, irgendwann mal auch parodiert werden. So professionell von Street Cinema. Sag mal. Ach, das ist Street Cinema. Ja, ich dachte, ihr seid alle Habibi-Brüder, weil ihr so viele seid. Ja, wir sind fast alle die Habibi-Brüder. Was ist denn das für ein Gefühl? Sag mal. Ich bin gespannt, ich hab's noch gar nicht gehört. Ich hab nur gerade irgendwas mit Mediakraft und Echo Fresh. Richtig, aber Echo Fresh ist auch vertreten. Kommt also, der Alter? Du bist ja voll informiert. Nee, der Autogramm holen, ne? Genau, der. Aber von Echo Fresh, nicht von Habibi. Hier. Alter, Maul. 299 inklusive. Jungs, komm, Aladdin, was ist das hier? Das Album von Waikiki. Auf jeden. Ja? Und von Echo. Von Echo the Dawn. Und von der SEO. Echo the Dawn. Die Kings auf YouTube hier. Das ist auf euch drei. Auf den Rest. Aladdin! Ja! Jetzt bitte einmal für die Kamera. Ja, einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wir sind hier mit den Waikiki-Jungs, ja. Stärksten YouTuber hier aus der ganzen Welt, wenn man es in Relation sieht, ne? Deutschland, 80 Millionen Einwohner, Amerika ist eine ganz andere Englischsprache, da brauchen wir gar nicht hier weiterzumachen. Auf jeden Fall, die werden unser Video natürlich liken, damit die Waikiki-Jungs... Mann, halt dein Maul! Und wir werden auf dem Video den Song von Ihnen performen. Und genau, richtig. Und dann so ein Performance und so. Kannst du mir nochmal erklären, was es da dahinter geht, weil ich bin kein Typ. Ja, also es geht um Folgendes, und zwar hier ein Zeichen für die Illuminaten, meine Damen und Herren. Immer schwer. Okay, bis weiter, tschau. Wir hätten es verloren hier. Das ist witzig, ne? Wir müssen jetzt nicht sehen mit C. Street Cinema baut hier gerade einen Kran auf. Echo Fresh macht hier wilde Shoutouts. Und erkundigt euch, ich hab gehört, dass er gut. Da hat sich auch Mo Dirty Shit Trip versteckt. Ladies and Gentlemen, let's get ready to rumble! Right corner, Echo Fresh. Yeah. Habibi, wir Brüder, Echo Freezy sind am Start. Ja, hier im Park. Und wir drehen heute was, ne? Auf jeden Fall. Was drehen wir denn? Wir drehen heute die Parodie von Waititi. Ne? Jawohl. Auch ganz lustige Jungs. Echo ist lustig, wir sind lustig, Waititi ist lustig. Und dann haben wir gesagt, wir machen mal alle lustigen Sachen zusammen und machen mal was ganz, 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 ganz Lustiges. Ganz genau. Und bald kommt es hier raus, wahrscheinlich Anfang der Woche. Stay tuned und verbreitet den Schmerz. Bam, bam. Und Exodus kaufen, meine Damen und Herren. 9 Tage. Ja, ich habe es so überlebt. Das war nur Quake. Dann abonniert den Channel. Abonnieren, abonnieren. Hugo Boss Army, ja, Rebel, Hurensohn, wer nicht abonniert und den Channel. Selber. So, meine Damen und Herren, Street Cinema baut hier gerade einen Kran auf. Echo Fresh macht hier wilde Shoutouts. Und erkundigt euch. I love Schmedi. I love Schmedi. Meine Damen und Herren, hier Praktikant bei Street Cinema. Du Schmedi, das geht so gar nicht. Ne? Also, sorry. Im zweiten Akt. Wir müssen das ganz anders machen. Ja, im zweiten Akt. Das gefällt mir überhaupt nicht. Alter, Schmidt, der muss eigentlich von links kommen. Der kommt von rechts. Der muss so. Das ist überhaupt nicht. Und die ganze Zeit diese Schnitte und Kran, Mann, das brauchen wir alles nicht. One take, ja. Komm her, one take, hä? Drehbuch, okay. Machen wir einmal. So, alles durch. Zack, zack. Komm, scheiß drauf. Scheiß drauf. Weg damit. Den weg. Brauchen wir noch. So. Ja. Okay, lass weitermachen. Okay. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzen mit dem Esel. Was soll ich denn sonst machen? Film ich nicht. Meine Damen und Herren, wir warten auf die Sonne. Echo Fresh ist schon weggelaufen. Ich muss das Mikrofon einstimmen. Seid ihr bereit? Ja! Seid ihr bereit, meine Fans? Ja! Alles klar bei euch? Hebt die Hände und lasst uns gemeinsam die Party rocken hier! Ja, los, steh mal auf hier! Was ist denn los mit euch? Komm und macht mit! Meine Damen und Herren, ich zeige Ihnen jetzt die besten Anmachsprüche der Welt. Hey, komm her! Komm her! Ja, ich will nicht sagen, die sind eingebildet, vielleicht nicht, auch nicht, aber die wollen halt nicht in die Kamera. Was ich will? Das Einzige, was ich will, bist du. Wo befinden wir uns hier gerade? Wir sind in Köln, hier irgendwo im Wald. Du kannst im Park, drehen Video. ISO. Guck mal, wie
la 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 la, lass uns das Exodus sein und da, la 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 la, la 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 la. Alle bereit, bringen das Echo Fresh Album auf 1. Baller die Rhymes, Salam Aleich, Habibi Brüder, Fleisch, alle bereit, bringen das Echo Fresh Album auf 1. Baller die Rhymes, Salam Aleich, Habibi Brüder, ey, Kala den Geist. Knalle dein Vibe, tu's für die Fans. Habe den Swag, der die YouTuber bangt. Tut mir leid, bin halt ein coolerer Mensch. Der Mr. Freezy hat zu viel Talent.